Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ein heißer Montag mit ebenso heißen Themen. Damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fellner Live. Heute mit Niki Fellner. Hallo, Niki. Hi. Ja, es wird sehr hitzig heute im Studio. Der SPÖ-Streit beschäftigt uns und dazu hast du einen sehr spannenden Insider heute. Genau, wir starten mit dem SPÖ-Streit. Die letzten Tage waren ja geprägt von einer Obmann-Debatte in der SPÖ. Ausgegangen ist das Ganze von einem Tweet des SPÖ-Rebellen Christian Deutsch, der hat schon, muss man dazu sagen, den Michael Häupl in Wien gestürzt und jetzt hat er sozusagen auch die Obmann-Debatte in der Bundes-SPÖ ausgelöst. Mhm. Daraufhin hat dann der Hans-Peter Doskozil noch einen nachgelegt und dem Christian Kern sozusagen die Rute ins Fenster gestellt, es darf keinen grünen Fundikurs geben bei der SPÖ. Und dazu haben wir heute zwei absolute SPÖ-Insider bei uns zu Gast, nämlich Josef Czapp, ehemaliger Clubobmann der SPÖ, und Karl Schlögl, langjähriger Innenminister der SPÖ. Und mit den beiden werden wir darüber reden, was denn in die SPÖ gefahren ist, dass man mitten in diesem Sommerloch, wo man sich ja eigentlich auf die Regierung einschießen sollte und denen gäbe es ja für die SPÖ genug, sich da jetzt selbst bekriegt. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, kann man sagen. Dann geht es von hitzig weiter mit, ja, man kann crazy sagen. Die Urban Monkeys haben mal wieder zugeschlagen, die Vorstadtaffeln sozusagen. Sie haben jetzt den DC Tower bezwungen. Genau, dann wird es wirklich crazy, du hast es gesagt, dann sind eigentlich die verrücktesten Typen Wiens, wahrscheinlich sogar Österreichs bei uns, die sogenannten Urban Monkeys. Wir kennen die Herren, die sind vor ein paar Monaten auf den Donauturm geklettert, das war der höchste Turm Österreichs, das war ihnen aber nicht genug. Mhm. Jetzt muss es das höchste Gebäude Österreichs sein, der DC Tower, mehr als 250 Meter, sind draufgekraxelt, haben dann alle möglichen Kunststücke, Handstände etc. gemacht. Das ist ihre Video auf diesem DC Tower, das werden wir Ihnen hier zeigen und wir sprechen mit den beiden Protagonisten, wie verrückt muss man sein, um sowas durchzuführen, wie bereitet man sich auf sowas vor und vor allem, was ist jetzt das nächste Projekt? Höchster Turm ist geschafft, höchstes Gebäude ist geschafft, was kommt als nächstes? Ja, und verrückt bleibt auch ein gutes Stichwort, beziehungsweise Affen, affig, bananig. Der erste Bananenbauer Wiens ist ebenfalls heute bei dir. Genau, auch das völlig skurrile Geschichte haben wir heute auf der Titelseite der Tageszeitung Österreich gehabt. In Wien wachsen Bananen, was wie ein Scherz klingt, ist aufgrund der Hitzewelle Realität. In einem Garten in Wien-Hütteldorf, also im 14. Bezirk, hat ein Hobbygärtner aus Spaß Bananen angebaut und aufgrund der Hitzewelle kann er die jetzt auch ernten, wie die schmecken, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, was für exotische Früchte er vielleicht noch plant, dort anzubauen. Über das werden wir mit ihm reden. Wird auf jeden Fall skurril. Mhm. Und los geht's jetzt mit dem Insider Josef Czapp gegen Karl Schlögl. Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Wir starten die Sendung heute mit einem Insider, und zwar zur SPÖ, zum Streit in der SPÖ, der da in den letzten Tagen aufgekommen ist. Da hat der eine oder andere Funktionär ein bisschen seinen Unmut zum aktuellen Parteiprogramm kundgetan, beziehungsweise auch mit dem aktuellen Parteichef. In den letzten Stunden hat sich das Ganze wieder vordergründig etwas beruhigt und dazu haben wir zwei wahre SPÖ-Insider bei uns zu Gast. Einerseits der ehemalige und langjährige SPÖ-Clubobmann Josef Czapp. Hallo. Und der ehemalige SPÖ-Innenminister und mittlerweile Bürgermeister in Burgersdorf, Karl Schlögl. Grüß Gott. Herr Czapp, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Der Hannes Andrusch hat am Wochenende in einem Interview gesagt, diese ganze Diskussion, die war so notwendig wie eine Lungenentzündung, die da in der SPÖ entbrannt ist. Wie sehen Sie das? Geben Sie ihm da recht? Nein, ich gebe Ihnen vor allem in zwei anderen Punkten recht. Das ist exakt genau meine Meinung. Was man jetzt machen muss, ist, dass man die Konfrontation mit der Regierung sucht, vor allem am Beispiel der Aussage, man kann in einem Monat um 150 Euro leben, was die Sozialministerin Hartinger Klein gesagt hat, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit Asylwerber, die hier eine Lehrlingsausbildung machen, integriert sind, in den Arbeitsprozess aufgenommen werden können und die dann plötzlich abzuschieben sind. Allein nur diese zwei Dinge sind schon
Punkte, wo man wirklich eine sehr effektive Auseinandersetzung führen kann und wo man auch diese Herzlosigkeit und Gefühllosigkeit sieht. Und dann sage ich dann noch was dazu. Das ist eine Regierung, die alles gemeinsam macht. Das ist nicht nur die Hartinger Klein oder die FPÖ. Ich halte es selbst, auch hier sollte man immer benennen, dass das ein Einstimmigkeitsprinzip ist. So, und jetzt zu der Auseinandersetzung möchte ich schon einen Gedanken sagen. Die habe ich insofern nicht verstanden, weil in dem Parteiprogramm, und ich habe sehr, sehr lange an diesem Parteiprogramm mitgewirkt, und das Ziel war, dass es ein integratives Programm ist, wo vor allem auch die Wählerinnen und Wähler, die Sympathisantinnen und Sympathisanten einbezogen werden. Das ist ja nicht bloß für einen kleinen Kreis. Und da steht unter anderem drinnen, Integration vor Zuwanderung. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, es gibt jetzt fast schon kein politisches Thema, wo nicht auch die Wanderungsfrage eine Rolle spielt. Beim Klimawandel, ja, kann sein, wenn es zu einer Erwärmung führt, beginnt die Wanderung. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen kann es zu einer Wanderung führen. Bei der Schieflage der Weltökonomie kommt es zu Wanderungsbewegungen. Und da muss einem doch ein bisschen mehr einfallen, als zu sagen, ich tue die Route schließen. So, ich werde wahrscheinlich mir ökonomisch was überlegen müssen, damit die Menschen einen Sinn sehen, dort, wo sie geboren sind, wo sie aufwachsen, in eines der afrikanischen Länder oder asiatischen Länder, dass sie dort auch bleiben. Und das sind alles sozialdemokratische Themen. Und auf das gibt alles die Regierung keine Antwort. Und da müssen wir die Auseinandersetzung führen und nicht jetzt im Sommer dafür sorgen, dass da beschäftigt sind. Der burgenländische Landesrat und designierte burgenländische SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil hat ja gesagt oder gewarnt vor einem linksgrünen Fundikurs in der SPÖ. Sehen Sie einen linksgrünen Fundikurs? Also derzeit sehe ich keinen linksgrünen Fundikurs. Ich sehe natürlich eine Ausrichtung in der Opposition, die immer stärker links von der Mitte ist als rechts von der Mitte. Das ist klar, man muss sich abgrenzen gegenüber der Regierung, berechtigt abgrenzen. Und in der Opposition ist man natürlich mit den Aussagen und mit der Politik immer schärfer und auch linker, als es in der Regierungsverantwortung ist. Aber ich glaube, dass man diese Diskussion, die in den letzten Tagen da stattgefunden hat, nicht überbewerten soll. Sie ist einfach passiert, aus lockeren Aussagen heraus. Die Medien haben sich darauf gestürzt und man hat halt sehr bewusst damit abgelenkt von den Themen, die eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher bewegen. Und der Josef Czap hat das ja schon richtig gesagt, wenn ich denke, dass da der 12-Stunden-Tag eingeführt werden soll. Man kann über alles diskutieren, man kann auch darüber diskutieren, dass bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12 Stunden arbeiten müssen. Aber was man nicht gefährden darf, den sozialen Frieden. Und die Regierung hat mit dieser Vorgangsweise ganz, ganz bewusst die Gewerkschaften provoziert, ganz, ganz bewusst versucht, die Sozialpartnerschaft auszuhebeln und den sozialen Frieden, mit dem wir eigentlich in Österreich so gut in den letzten Jahren und Jahrzehnten gefahren sind, zu gefährden. Und da sind halt jetzt mit dieser SPÖ-internen Diskussion doch einiges aufgebrochen, wo ich mich dann schon auch gewundert habe. Einerseits will ich es nicht überschätzen, andererseits haben wir über den Ton von manchen schon gewundert. Also wenn die oberösterreichische Landesparteivorsitzende so ungefähr sagt, na, wir haben eine große Hitzewelle im Osten Österreichs und darum passiert das im Burgenland. Oder wenn der Ferdinand Latziner sagt, ein Polizist wird nie Bundesparteivorsitzender der SPÖ werden, na, da wundere ich mich schon über diese Aussagen. Das heißt also, es gibt schon auch innerhalb der SPÖ ein Klima, das nicht unbedingt das Beste ist. Jetzt wird ja immer wieder auch, Sie haben ja eh das Klima angesprochen, über diese Flügelkämpfe gesprochen. Es gibt auf der einen Seite den eher pragmatischen Flügel, da werden die Wiener dazugezählt, da werden die Burgenländer dazugezählt. Auf der anderen Seite eher, sag ich mal, der mit Rot-Grün oder zu Rot-Grün schielende Flügel rund um Christian Kern. Gibt es wirklich diese zwei Flügel derzeit in der Partei? Also die Sozialdemokratie war nie eine Einheitsmasse und da hat es nie einen Einheitsbrei gegeben. Solange ich mich zurückerinnern kann, hat es die Flügel gegeben. Die SPÖ hat immer ein breites Meinungsspektrum gehabt, muss sie auch haben. Die SPÖ ist eine linke Volkspartei für mich und da muss sie möglichst viele Meinungen haben. Die müssen artikuliert werden und da muss man sie finden zu einer gemeinsamen Meinung. Und da bedarf es natürlich auch starker Führungspersönlichkeiten, dass dann diese gemeinsame Meinung auch artikuliert wird. Und ich sehe... Die starke Führungspersönlichkeit, die fehlt Ihnen derzeit?
Naja, wir haben einen Parteivorsitzenden und dieser Parteivorsitzende versucht, bestmögliche Oppositionspolitik zu machen. Das halte ich für gut. Aber wir sind natürlich als SPÖ nicht mehr so stark, wie wir es noch vor 20 oder 25 Jahren gewesen sind. Und erinnere mich gerne noch an die Zeit zurück, wo ich Verantwortung getragen habe. Da haben wir 600.000, 700.000 Parteimitglieder gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht einmal mehr 200.000 Parteimitglieder. Und wir haben gehabt an die 40% Wählerstimmen unter Frau Nitzky. Ich will gar nicht die Kreisky-Ära jetzt erwähnen. Und da sind wir jetzt mit unter 30% natürlich schon sehr, sehr schwach. Und in manchen Bundesländern sind wir ja fast nicht mehr da als Sozialdemokratie. Gibt es derzeit eine Führungsschwäche in der SPÖ? Naja, also was ich orte ist, wenn wir eine Mitgliederbefragung machen zum Parteiprogramm und auch zu organisatorischen Veränderungen, die ich immer kritisiert habe, weil ich davon nichts halte, dass man nach 10 Jahren zwei Drittel mehr in einer geheimen Abstimmung von Delegierten braucht. Ich bin der Meinung, man muss die Wählerinnen und Wähler einbeziehen. Man muss breiter werden, man muss offener werden. Und darüber war ich immer schon der Meinung, dass das über die Vorzugsstimmen natürlich leichter möglich ist und dass man die Hürden für die Vorzugsstimmen, damit man vorrücken kann, absenken soll, so wie es 2013 eh schon geplant war. Aber wenn bei dieser Mitgliederbefragung im Endeffekt 21-22% der Mitglieder teilnehmen, das heißt 78% nehmen da gar nicht erst teil. Ja. Das hat den Vorteil, dass das dem Parteitag hiermit überlassen ist, endgültig zu bestimmen, was wirklich jetzt beschlossen wird. Ja. Ich nehme an, beim Parteiprogramm wird das beschlossen werden, bei den organisatorischen Dingen, denke ich, wird es dann noch Debatten geben, ob das wirklich so beschlossen wird. Aber das zeigt doch, dass da von der Beteiligung her noch Luft nach oben ist, sage ich jetzt einmal. Also das einmal als ein Beispiel dafür. Aber für die Linksdebatte, der Karl Schlögl hat ja da eine Analyse gebracht, ich teile ja in vielen Punkten seine Analyse. Nur in einem Punkt bin ich der Meinung, man kann ruhig mutiger das Wort links neuzeitlich definieren. Wenn ich heute den Arbeitsmarkt schütze, als Sozialdemokrat, als Gewerkschaft, und finde, dass die EU-Personenregelung vielleicht doch da und dort eine Veränderung erfahren sollte, weil ein so ein Druck auf dem österreichischen Arbeitsmarkt hier ist, dann ist es links, den Arbeitsmarkt zu schützen. Wenn ich dafür bin, dass Banken nicht spekulieren, dass Banken verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, das ihnen die Sparer gegeben haben, dass wir eine Wirtschaft haben, wo es einen Wettbewerb gibt, ja, und nicht Monopolbildung und nicht hier ein Spekulationskapitalismus ist zulasten der fleißigen Unternehmer, zulasten der Realwirtschaft, dann ist das links, wenn ich dafür kämpfe. Ja? Und wenn ich für eine Europäische Union bin, ja, die demokratisch ist und die nicht über die Menschen drüber fährt, dann ist das links, wenn ich dafür bin. Und wenn ich sage, wenn es eine Zuwanderung gibt, muss man es überlegen. Und wie viel verträgt der Arbeitsmarkt? Wie viel verträgt der Wohnungsmarkt? Wenn ich das alles also staatlich regulieren will, das fordern sogar schon die Linken, die Wagenknechte und der Lafontaine in Deutschland, dann ist das links. Und daher bin ich der Meinung, wenn ich mir das so anschaue, nicht links ist, wenn ich einen 12-Stunden-Tag will, ohne einen finanziellen Ausgleich und ohne Berücksichtigung der Gewerkschaften und der Sozialpartner, das sozusagen aufs Auge druckt, das ist nicht links, das ist auch nicht rechts, das ist unvernünftig, das ist wirtschaftsfeindlich, das ist einfach nicht gut. Ja. So, und so würde ich das sehen und immerhin 100.000 Leute haben demonstriert gegen diese 60-Stunden-Woche, den 12-Stunden-Tag, so wie sich halt manche vorgestellt haben. Das ein wirkliches Aperçu ist ja, dass die Wirtschaftsministerin gesagt hat, hoffentlich muss man dieses Gesetz niemals anwenden mit den 12 Stunden. Die machen ein Gesetz und sagen, aber hoffentlich müssen wir es nicht anwenden. Also das muss man sich einmal vorstellen. Das ist, wie wenn sie Frukade herstellen und sagen, hoffentlich trinkt das keiner. Also es ist verrückt. Ja. Also da gibt es so viel an Möglichkeiten, wo man die politische Lebensdauer dieser Regierung doch jetzt schon absehbar wieder um einem Ende zuführen könnte. Denn dieser Weihrauchgeruch, der oft in den Werbeabteilungen der Ministerien jetzt hochsteigt, der braucht auch eine substanzielle Berechtigung und ehrlich gesagt, die fehlt mir. Mhm. Jetzt gibt es ja, oder sozusagen Grundlage dieser Kritik, die da jetzt die letzten Tage aufgekommen ist, ist ja dieses neue Parteiprogramm und dass das Thema Migration und Integration dort zu kurz kommt. Sehen Sie diese Gefahr auch? Naja, also ein Parteiprogramm, gerade ein Parteiprogramm der Sozialdemokratie, muss natürlich zukunftsorientiert sein, muss Perspektiven über einen längeren Zeitraum umfassen und muss versuchen, visionär zu sein.
Es kann nicht ein Kurzzeitprogramm sein, sondern muss ein Programm sein, das viele Jahre hält und das sozusagen die Grundlinien einer politischen Bewegung repräsentiert. Und ich glaube, dass, soweit ich das Programm bisher gelesen und gesehen habe, trägt sie dem Rechnung und ist ein gutes Parteiprogramm. Die Frage der Zuwanderung, der Migration ist ein entscheidendes, ist ein kurzfristiges Thema, wird uns aber wahrscheinlich viele Jahre noch beschäftigen. Und ich heute den Slogan richtig, den Kern gesagt hat, nämlich die Integration vor der Zuwanderung. Ja. Aber das ist ein Slogan, den habe ich als Innenminister schon in den 90er Jahren vertreten. Und die Integration seit damals ist mehr schlecht als recht gegangen. Aber die Zuwanderung ist hurtig weitergegangen. Und gerade in den letzten Jahren in einem gigantischen Ausmaß, wo einige hunderttausend Menschen über die Grenze gekommen sind, zum Teil unkontrolliert und unerfasst. Das heißt also, man muss sich schon überlegen, wie ernst meint man das? Und die Integration ist etwas, wo wir uns sehr, sehr bemühen in Österreich, wo wir ohne Zweifel Erfolge haben, aber trotzdem gibt es Parallelgesellschaften, auch wenn das manche leugnen. Wir haben manche Bevölkerungsgruppen, die haben ihre eigene Rechtsprechung in Österreich, neben der österreichischen Justiz- und Rechtsprechung. Also da haben wir in der Integration noch vieles zu erreichen und wir haben das Problem, dass die Zuwanderung ja hurtig weitergeht. Warum kann die SPÖ diese, Sie haben es vorher angesprochen, das sind ja einige aufgelegte Elfmeter da, muss man eigentlich sagen, von der Regierung. Es gibt einen 12-Stunden-Tag, es gibt AUVA-Sparprogramm, das gerade heute präsentiert wurde, es gibt diesen 150-Euro-Sager der Ministerin Hartinger, um nur drei Themenfelder zu nennen. Das wären ja alle, sag ich mal, perfekt platzierte Elfer am Elferpunkt und da muss man ja nur noch ins Kreuzeck schießen. Warum kommt die SPÖ da derzeit nicht nicht vom Fleck, muss man fairerweise sagen. Ich wollte einen Beitrag leisten beim Elferschießen. Das ist nur leider war es nicht möglich. Wir haben ein paar hundert Stimmen gefehlt. Ja, Sie haben völlig recht. Also das sind, ist ein breites Feld an Möglichkeiten. Weil ich glaube, dass diese Fehlerlosigkeitsargumentation, die da jetzt um sich haben, sagen, alles, was wir jetzt machen, das ist einfach jetzt notwendig und das ist so gut und so weitblickend. Ich frage mich, was ist weitblickend? Weitblickend ist, wenn ich wirklich will, dass es auf der Mittelmeerroute nicht immer wieder eine Flüchtlingsbewegung gibt, dann muss ich das machen eigentlich, was der CSU-Entwicklungsminister in Deutschland macht, bei dem ich nämlich noch war als aktiver Abgeordneter. Da wird wirklich investiert in Afrika, und zwar für eine ursächliche Entwicklung, dass die Menschen dort Unternehmen stetig sind. Du musst natürlich andere Handelsverträge machen. Du musst schauen, dass deren Produkte eine Chance auf Absatz haben, dass sie einen Preis dafür bekommen. Ja, da kann man sehr viel machen. Und das wird man machen müssen. Nicht nur Klimawandel. Ja, Klimawandel ist wahnsinnig wichtig. Ja, aber ziemlich langfristig. Ja, aber was jetzt noch wichtiger ist, ist diese weltökonomische Schieflage, die zu diesen Problemen führt, wo dann die Routenschließer kommen und glauben, mit den Routenschließen lösen sie das Problem. Nein. Ja, klar sind wir alle für Grenzschutz der EU und alle dafür, dass das gelöst wird. Aber ich finde, der größte Skandal war die Aussage, dass man kann mit 150 Euro im Monat auskommen. Also mit dem muss man eine Regierung politisch durch Sonne und Mond schießen. Das gibt es ja nicht. Und was fällt dazu den anderen Regierungsmitgliedern ein? Was fällt denen ein? Nix. Dann sollen die einmal alle probeweise um 150 Euro im Monat einmal durchkommen wollen. Ja? Also ich finde, das ist ein unfassbarer Skandal. Und genauso zu glauben, man kann mit der 12-Stunden-Woche, wo da so Wischi-Waschi-Begriffe in den Erstentwürfen waren, wo man natürlich sehr viel dann hineininterpretieren kann, ja? Dann einfach so drüber fahren. Das ist also dieses, das war wie Schwarz-Blau 2000 bis 2006. Speed kills. Andreas Kohl ist schon wieder der wahre Berater. Ja, dass sie einfach ruckzuck und drüber fahren. Und das ist undemokratisch, vordemokratisch, meine ich wohl. Ja. Und jetzt kennt man nicht sämtliche Reden der ehemaligen Oppositionspartei FPÖ einmal kurz ausholen, die ja dann ab 2006 wieder in Opposition waren. Ja. Ich meine, die müssten ja, das ist ja der permanente Widerspruch, das permanente Verlassen von diversen Positionen. Und die ÖVP, die kennt man an diversen ebenfalls Aussagen festmachen auch. Ich meine, dass der Papst, ich war so gern bei dem Gespräch gewesen, Papst Sebastian Kurz, ich war gern dabei gewesen. Der Papst hat eine Vorstellung von, wie Armut noch sein kann, wenn man an Lateinamerika, an Argentinien denkt, an Afrika denkt. Und ich finde,
er hätte ihm ins Gewissen reden müssen. Wenn man Franz heißt, Francesco, Papa Francesco, wenn man so heißt, und wenn einem Umwelt, Tier und Mensch ein Anliegen ist und soziale Gerechtigkeit ein Anliegen ist, und jetzt gehört es eben wahrlich nicht dem Papst, ich bin mir überzeugt, dass er sicherlich was gesagt hat. Er gesagt hat, mein Sohn, denke auch an die soziale Gerechtigkeit. Am besten hätte er müssen sagen, denke auch an Hartinger Klein. Ja, weil ich finde, das ist ein richtiger Skandal gewesen und bis heute eigentlich nicht korrigiert. Das steht nach wie vor im Raum. Ja, also ich finde, da gibt es so viele Punkte und ich bin aber optimistisch, und zwar sogar sehr optimistisch. Denn wissen Sie, meine Philosophie ist die, ich glaube an die sozialdemokratische Idee, einer sozial gerechten, demokratischen Gesellschaft, einer offenen Gesellschaft, einer vielfältigen Gesellschaft. Nur manchmal gibt es halt Repräsentanten dieser Idee, die wirksamer sind, und manchmal gibt es halt welche, die weniger wirksam sind. Das ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Aber ich spüre es, die Wirksamkeit wird wieder wachsen und die Regierung wird uns unfreiwillig ganz schön dabei helfen. Mhm. Der Christian Deutsch, um vom Vatikan zurück in die Niederungen der österreichischen Innenpolitik zu wechseln, muss man sagen, hat ja in der Vergangenheit auch keine ganz unwichtige Rolle gespielt bei der Kür des neuen Wiener Bürgermeisters. Der hat das Ganze ja ausgelöst mit einem Tweet, wo er die glorreichen Feiermann-Jahre herbeigesehnt hat. Sehnen Sie diese Jahre auch herbei wieder? Bei den vielen Konflikten, die ich mit Werner Feimann gehabt habe, ja, und dass er darauf gedrängt hat, dass ich nicht mehr weiter den Clubvorsitz machen soll, können Sie mir glauben, dass ich meine Sehnsucht sich in äußerst engen Grenzen hält. Ja. Und ich weiß nicht, warum er diesen Nostalgie-Tweet gemacht hat. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Denn jetzt geht es darum, dass wir mit denjenigen, die gerade ohnehin es nicht sehr leicht haben, dass wir da versuchen, jetzt erfolgreich zu sein. Und ich stimme da den Karl Schlögl zu. Nicht nur, weil ich da mitgewirkt habe, sondern weil viele, über 150, haben an diesem Parteiprogramm mitgewirkt. Und zwar sehr lange und sehr intensiv. Und jetzt kann man über die eine oder andere Passage unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Aber ich finde, es ist ein Zukunftsprogramm. Und es wird ein permanenter Prozess sein. Das heißt, dieses Programm ist nicht jetzt einmal ein Programm und gilt 20 Jahre, egal was passiert, sondern es wird immer wieder Adaptierungen geben, immer wieder Neuerungen geben, immer wieder Ergänzungen geben. Und das, finde ich, ist äußerst vernünftig und progressiv. Jetzt ist eben im Herbst dieser Parteitag der SPÖ, wo ja auch der neue alte SPÖ-Chef gekürt wird. Derzeit ist eigentlich nur ein Kandidat bekannt, obwohl er sich noch nicht 100% deklariert hat, aber alle gehen ja wohl davon aus, dass der amtierende SPÖ-Chef Christian Kern dort antreten wird. Ist Christian Kern Ihrer Meinung nach als SPÖ-Chef unumstritten? Also es hat nie in der Geschichte der Partei einen Parteivorsitzenden gegeben, der unumstritten war. Und Parteivorsitzende werden immer nach ihren Wahlergebnissen gemessen, das ist Wo ganz liegt klar. Liegt die Latte bei Christian Kern? Na, ich meine Wahlergebnisse bei den öffentlichen Wahlen, nicht bei den Parteiwahlen. Und Bruno Kreisky hat natürlich viele Gegner in seiner Partei gehabt, aber durch die tollen Wahlergebnisse, die er gehabt hat, war er unumstritten. Ähnlich war es bei Franz Vranitzky. Und ich gehe davon aus, dass an diesem Parteitag es keine personalpolitische Diskussion geben wird. Also Sie rechnen auch nicht mit einem Gegenkandidaten? Ich rechne mit keinem Gegenkandidaten. Ich rechne fix damit, dass Christian Kern ein ganz gutes Wahlergebnis haben wird, dass er die Partei... Wo liegt dieses gute Wahlergebnis? Sicher wird es um 85-90% sein. Und das, glaube ich, ist in aber der Aber unter 90%... glaube ich, gehen die Meinungen auseinander, ob das noch gut ist, oder? Ja, aber wenn der Parteivorsitzende in der Opposition um die 90% hat, ist das schon mehr als okay. Aber ich glaube, es ist sinnlos, darüber jetzt zu philosophieren. Wichtig ist, dass es eine Führung gibt der Sozialdemokratie, die auf das Wichtige sich besinnt. Und der Josef Schaap hat das gesagt, es gibt so viele Themen, die uns die Regierung derzeit auf den Tisch legt. Ja. Das sind Elfer ohne Tormann, die man einfach verwerten muss. Und wenn man die nicht tut, dann darf man sich nicht wundern, dass man dann plötzlich eine innerparteiliche Diskussion hat, die einfach völlig unnotwendig gewesen ist. Und manche Diskussionen passieren. Ich glaube, da gibt es nicht den teuflischen Plan dahinter, dass der Herr Deutsch jetzt da einen Tweet machen wollte und damit eine große Diskussion beginnen wollte, sondern das entsteht halt aus einer gewissen Situation heraus. Und dann gibt es die Medien, die das dann natürlich sehr gerne aufgreifen. Und dann gibt es den einen Sager, dann gibt es den anderen Sager. Und so werden Themen aufgeschaukelt, ohne dass
dass das eigentlich jemand wirklich wollte. Aber ich kann alle Kandidaten jetzt schon trösten. Ich habe in meiner Zeit als Jugendvorsitzender fast 1000 Streichungen gekriegt. Ja. Ich habe einmal in 1989 eine knappe 2-Stimmen-Mehrheit gehabt am Parteitag. Also, ich glaube 270 zu 268. Dann bin ich einmal abgewählt worden. Dann hat es Parteitage gegeben, da war ich noch nicht einmal im Versammlungsraum. Ja, habe ich schon 100 Streichungen gehabt. Ja. Ich habe schon geraschelt bei den Fützlern. Also ich finde, entscheidend ist... hundertprozentige Zustimmung das ist ja fast peinlich. Der ist Fahrt. Ja, der ist Fahrt, ja, der ist Parteivorsitzender. Fahrt, genau. Und der, wenn jemand keine Gegner hat, dann arrangiert er sich mit allen. Und es braucht der Parteivorsitzender Ecken und Kanten. Und es braucht der Parteivorsitzender einfach auch Gegenparts. Ja? Ja, und wenn er die nicht hat, an die er sich reibt oder die an ihn reiben, dann wird er uninteressant. So gesehen, heute die Diskussion für Christian Kern wieder gar nicht so schlecht. Ja, ich bin der Meinung, dass das sowieso der Wähler und die Wählerin zu entscheiden haben. Letztendlich immer wieder bei diversen Wahlen. Und das finde ich, und jetzt haben wir nur mal 150.000 Mitglieder circa. Wir hatten schon einmal über 700.000 in der Kreis-GR am Höhepunkt. Und jetzt wird es immer wichtiger, dass wir sozusagen weiter, breiter, offener und immer mehr hier diejenigen, die überlegen, uns zu wählen, da einbezieht. Und das ist die Entscheidung, die dann fällt, ob jemand heute halt Führungsfunktion, in welcher Ebene auch immer, es geht ja nicht nur um die Parteivorsitzenden, es gibt ja andere auch. Ja. Ja. Und da hast du schon recht, es gibt auch welche, die sind, da weiß man nicht mehr richtig den Namen, der hat dann 100%. Ja. Und dann gibt es welche, die halt immer wieder ein bisschen anecken und ein bisschen die Meinung äußern und so weiter. Und die haben halt dann Streichungen, mein Gott. Ja. Also, und hat dann zu viel Streichungen, heißt es ein Ostblock-Ergebnis oder zu wenig, heißt ich bin da dafür, wenn man dann jemanden wirklich attackiert, dass man sich auch deklariert. Ja. Dass man dann rausgeht und sagt, also ich war einer, der gestrichen hat, weil. Ja, warum nicht? Man soll offen dann debattieren. Ja. Aber sonst sehe ich da, ist das... Rechnen Sie mit einem Gegenkandidaten beim Parteitag? Nein, ich sehe das nicht. Gut. Das ist bei uns mit den Gegenkandidaten, kommt das nicht so oft vor. Jetzt war es einmal, aber da habe ich ja den Michael Ludwig unterstützt und freue mich jetzt noch, dass er gewonnen hat. Gut. Herr Czab, Herr Schlögl, vielen Dank. Also der SPÖ-Streit, zumindest vordergründig, ist einmal abgesagt. Ja. Ja, schauen wir mal, wie lange der Friede hält. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zurück und dann ist Schluss mit Politik, dann wird es verrückt hier im Studio. Dann sind eigentlich, muss man sagen, die zwei verrücktesten Burschen Wiens bei uns zu Gast, und zwar die sogenannten Urban Monkeys. Die sind vor wenigen Tagen auf die Spitze des höchsten Gebäudes, nämlich des DC Towers, geklettert und haben dort Handstände und alle möglichen anderen akrobatischen Kunststücke gemacht. Das Ganze auch auf Video aufgezeichnet. Das Video werden Sie uns gleich zeigen. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und danach haben wir dann überhaupt die verrückteste Story dieses Sommers, und zwar Wiens ersten Bananenbauer. Sie haben richtig gehört, es gibt einen Wiener Pensionisten, der in seinem Garten als Hobby-Bananenbauer jetzt Bananen anbaut, diese auch erntet, und wie die schmecken, das wird er uns dann gleich verraten. Wir sind gleich wieder zurück.